Ja. Ja, heute hat er sein 32. Saisontor gemacht, auch persönlich eine überragende Leistung. Ja. Und mitgeholfen, dass der FC Bitburg heute hier 4-1 gewinnt. Ich denke, das war heute eine runde Sache nochmal, oder? Das war eine absolut runde Sache. Alles, das Ganze drumherum hat gestimmt. Super viele Zuschauer, Wetter, alles ist vorbereitet. Wir mussten nur noch liefern und wir haben erneut geliefert. Wir haben gewonnen und jetzt sind wir einfach überglücklich und sind Meister. Und ja, ich glaube, wir können es doch gar nicht richtig fassen. Ich habe eben schon mal deine Teamkameraden gefragt. Hättest du geglaubt im Winter, dass ihr das noch so schaffen könnt? Nee, so nicht. Also wir glauben immer an uns und wir wissen, dass wir in der Liga jeden schlagen können. Aber dass wir so eine Rückrunde spielen, wirklich alles gewinnen, ein Unentschieden nur. Und das bei einer wirklich starken Mannschaft. Also das hätte niemand geglaubt, aber wir haben uns einen wahnsinnigen Rausch gespielt. Und jetzt ist es mittlerweile kein Rausch mehr. Mittlerweile ist es, glaube ich, Können. Wir haben uns etabliert hier und ja, es ist Wahnsinn. Es ist einfach wunderschön und unfassbar. Und nächstes Jahr, klar, da wird es um den Klassenerhalt gehen. Ihr braucht viele Zuschauer und ich denke mal... Ja! Und ich denke mal, ein Spiel... Verdient im Bier durch und ich denke, einem Spiel Bieber mal besonders entgegen, ne? Nächstes Jahr, nächste Saison, oder? Welchem Spiel oder generell? Also einem Spiel Bieber dir besonders entgegen, gegen Eintracht 4 nehme ich mal an, ne? Ja, dann auf jeden Fall. Es gibt natürlich mega viele, ganz große Mannschaften da, die Koblenzer Mannschaften, Worms, aber besonders Eintracht Trier ist natürlich für uns der Wahnsinn. Der größte Club der Region hier, mal im Moselstadion ein Pflichtspiel und dann hier zu Hause, die bringen immer gut Auswärtsfans mit. Also da freuen wir uns jetzt schon drauf, das wird, denke ich, der absolute Wahnsinn.